Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute will ich euch den Bannister-Effekt vorstellen. Wer von euch kennt ihn? Ja, die wenigsten wahrscheinlich. Roger Bannister, geborener Engländer, hatte den Traum damals, Medizin zu studieren und außerdem war Sport seine zweite und wahrscheinlich größte Leidenschaft. Ja, 1954 gab es diese allgemeine Regel, kein Mensch könne eine Meile in unter 4 Minuten laufen. Das war wie ein festgeschriebenes Gesetz und die meisten Profisportler und Topathleten haben sich nicht mal daran getraut, diese 4-Minuten-Marke ansatzweise zu knacken. Außer der zielstrebige Roger Bannister. Dieser Mann hatte eine Sache und die will ich euch auch nahelegen, dass ihr die in euer Leben etabliert, und zwar Selbstbewusstsein und Glaube an sich selbst und seine Fähigkeiten. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen. Der Mann hat trainiert, hat mit seinem Coach visualisiert, imaginiert und. Also da war auch wirklich ein Drive, eine Motivation dahinter. Aber vor allem der Glaube, dass er es schaffen kann und schaffen wird. Das hat er sich jeden Tag eingeredet, suggeriert, wie auch immer. Wahrscheinlich hat er dementsprechend sein Unterbewusstsein programmiert, weil eines Tages hat er es dann geschafft. Er hat diese 4-Minuten-Marke geknackt. Die ganze Welt hat den Atem für diesen Moment angehalten, weil was Unglaubliches passiert. Diese Schallmauer wurde durchbrochen und das Faszinierende daran ist, sobald er es einfach geschafft hat, hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, 1-2 Wochen später schon hat der nächste Konkurrent auch die 4-Minuten-Marke geknackt. Aber wie kann das sein? Das war doch ein festgeschriebenes Gesetz. Das ist für einen Menschen nicht möglich. Und es wurde immer deutlicher und deutlicher. Und damit will ich euch auch sagen, hey Leute, nur weil jemand sagt, etwas geht nicht, sagt es immer mehr über ihn aus und seinen Horizont als über deinen. Dementsprechend nimm dir ein Beispiel an Sir Roger Bannister, der auch damals dann von der Queen wirklich zum Ritter geschlagen wurde, und glaub an dich. Fucking glaub an dich, deine Ziele, deine Träume, und mach was. Und beweis es der Welt, dass es machbar ist. Weil Glaube an dich ist das Stärkste und Wichtigste auf der Welt. Und damit hier kurzes Video, kurze Message an dich, damit du auch den Bannister-Effekt kennst, weil danach war es für alle, war ein Klacks. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, wir sind deutlich unter den 4 Minuten und das Ganze ist auch wirklich machbar. Also in dem Sinne, glaube an dich und lass dir von keinem anderen irgendwas einreden, dass es nicht geht, dass du nicht gut genug bist, dass du damit kein Geld verdienen kannst oder sonst was. Es geht, solange du dir erlaubst, die Person zu sein, die du sein möchtest, und das Ganze so aufbaust, dass du glücklich bist. Weil darum geht's im Leben, dass du glücklich bist, dass du deine Träume lebst, dass du dich so entwickelst und entfaltest, wie du es am besten brauchst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, auch irgendwelche Blockaden in dir hast, irgendwelche festgefahrenen Glaubenssätze, wie diese 4-Minuten-Marke, vielleicht ist es bei dir, dass du dir nicht vorstellen kannst, 10.000 Euro im Monat an Umsatz zu schreiben. Kann ja sein. Oder dass du schlechte Glaubenssätze zu Geld hast oder zu dir, deiner Stimme, deiner Persönlichkeit, deinem Aussehen, was auch immer. Und diese lösen möchtest und durch schöne, positive, dich selbst bestärkende, deinen Zielen förderlichen Glaubenssätze ersetzen möchtest, dann trag dich hier unten jetzt zu einer kostenlosen Strategieberatung ein und wir finden gemeinsam heraus, wo wir dir da helfen können. Denn ich habe einen prall gefüllten Werkzeugkoffer mit Fähigkeiten, Skills diesbezüglich im Schlepptau und möchte diese natürlich nach außen tragen und dir helfen, weil das ist meine Leidenschaft. Dafür stehe ich jeden Tag auf. Und wenn du da einfach gern ein kostenloses Erstgespräch haben möchtest, trag dich unbedingt ein. Und wir beide knacken deine Bannister-Schallmauer. Da bin ich mir sicher. In dem Sinne, we change the world together. Angefangen bei deiner.